Hallo Petros, wir sind zurück und wieder einmal geht es um den Trainer Fake, der in einer weiteren Kontroverse mit seinen Fans steht. Wenn Sie wissen möchten, was die neue Kontroverse ist, abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und bleiben Sie über alle Nachrichten, Kontroversen und Transfer von Borussia informiert. Der Trainer von Gladbach, Daniel Fake, hat bei einigen Fans viel an Glaubwürdigkeit verloren, nach einer Serie von schlechten Ergebnissen haben viele Fans dem Team den Rücken gekehrt und insbesondere den Trainer kritisiert. Aber auch andere Spieler des Teams sind das Ziel der Fans, wie die Spieler Markus Turam und Remy Benzebeini, die vor dem Spiel gegen Bochum einige Pfiffe bekamen. Das liegt daran, dass sie am Ende der Saison kostenlos wechseln werden und viele Fans damit nicht einverstanden sind. In einem seiner Interviews sagte Fake, dass er es bevorzugt, ausgepfiffen zu werden als seine Spieler. Er erklärt das so, die Kritik ist völlig gerechtfertigt, wenn die Fans jetzt den Trainer mehr als die Spieler auswählen, ist das gut. Ich bin weit davon entfernt, das persönlich zu nehmen. Wenn Sie nicht bereit sind, das zu ertragen, sollten Sie kein Trainer in einem traditionellen Club wie Borussia sein. Er fügt hinzu, es ist völlig klar, dass es mit einem so traditionsreichen Club und einem Platz im Mittelfeld keine Euphorie gibt. Intern waren wir nach Stuttgart sehr selbstkritisch und haben viele Dinge angesprochen, die schief gelaufen sind. Gegen Bochum hatten wir doppelt so viele Sprints im Angriff, fanden viel mehr Tiefe und schafften Chancen, dann haben wir eine Reaktion gezeigt, das ist alles, was für mich zählt. Und du als Fan stimmst du den Worten von Daniel Fake zu? Glaubst du, dass er das Vertrauen der Fans hat, um in der nächsten Saison weiterzumachen? Hinterlasse einen Kommentar. Eine Umarmung.